Hallo zusammen, ich erzähle heute etwas über die Digitalisierung der Polizeiarbeit. Warum stehe ich da? Ich arbeite seit 3 Jahren für eine Firma, die im Bereich Polizei arbeitet. Ich mache ein Medienmanagement für Polizeien. Und darum habe ich dort einen Einblick, den man sonst vielleicht nicht so hat. Alles, was ich jetzt erzähle, ist aber Public Information und ich rede für mich, nicht für meinen Arbeitgeber und so weiter. So. Genau. Wie ist die Polizei in der Schweiz organisiert? Man hat gerade oben die Bundespolizei, das Fedpol. Dann haben wir kantonale Korps, die unabhängig sind voneinander. Dann die städtischen Polizeikorps, die meistens Polizeigesetze für kantonale ein referenziert sind. Und am Schluss auch meine Polizei, die sich dann meistens auch wieder das eigene Regiment haben. Die Polizei setzt sich zusammen aus der Sicherheitspolizei und der Kriminalpolizei. Da gibt es noch ganz viele kleine andere Sachen wie Verkehrspolizei und so weiter. Plus Strafverfolgung halt dann noch Staatsanwaltschaft. Die Sicherheitspolizei ist eigentlich die, die reagiert, wenn ihr kommt. Sind die, die auf der Straße sind normalerweise. Das sind die, die an Fußballspiel mit den Knüppeln dort stehen. Plus man hat dort noch Spezialkräfte wie Geiselnahmen und so weiter. Die Kriminalpolizei ist für Ermittlungsarbeit zuständig. Sie fahnden nach Personen, Fahrzeugen und Gegenständen. Sie führen Observationen durch und unterstützen die Staatsanwaltschaft. Und die Staatsanwaltschaft ist die Anklagebehörde. Die leitet die Ermittlungen. In gewissen Kantonen wie im Aargau machen sie fast nichts. Also sie schreiben noch Papier, aber die ganze Ermittlung, quasi auch die Anklage wird dort von der Polizei gemacht, die Einvernahmen und so weiter. In Zürich ist das etwas anders, dort ist die Staatsanwaltschaft zuständig für Einvernahmen zum Beispiel. In gewissen Delikten. Die Staatsanwaltschaft sind die Zwangsmassnahmen dann beantragen, wie eine Hausdurchsuchung oder Handyüberwachung, wie auch immer. Plus ihr habt dann irgendwann mal, wenn es genug Bundes hat, oder vorher schon Anklage. Dass das alles Behörden sind, da haben sie gewisse Dokumentationspflichten. Das war früher auch schon so gewesen. Das ist jetzt das früheste Polizeigesetz aus dem Kanton Zürich, das ich gefunden habe. Dort steht schon, dass irgendwie Aktendossier angeleitet werden, dass es Dienstberichtungsbuch gibt und so weiter. Das heisst, es gibt ein Dienstjournal, wo jeder Polizist für sich selber und jede Einheit nachher selber und auch das Kommando nachher für sich selber führt. Dort wird alles erfasst. Die auch Militärdienst gemacht haben, kennen das als Fachjournal zum Beispiel. Dort wird alles mal dokumentiert und am Schluss werden die relevanten Vorkommnisse aus dem Journal rausgenommen und die gehen dann in eine Vorgangsbearbeitung, wo dann auch alles drinsteht. Zum Beispiel in Zürich das Polis. Genau. Die Vorgangsbearbeitung, die sammelt alle Ereignisse. Das heisst, wenn man will wissen, was hat der Polizist zu dieser Minute gemacht, dann kann man dort nachschauen und dann sollte dann etwas drinstehen. Dort sind auch alle Ereignisse drin. Anzeigen können wir ebenfalls in die Vorgangsbearbeitung. Und gelöscht wird nach der Verfolgungsjährung, nachdem die eingetreten ist, meistens. Es wird dann je nachdem noch etwas länger aufbewahrt für Archivzwecke, wenn irgendetwas ins Staatsarchiv hinein muss. Jetzt gibt es immer viel mehr Medien. Medien werden meistens dann nicht in der Vorgangsbearbeitung abgeleitet, sondern in einem Zweitsystem. Auch die müssen gelöscht werden. Die haben die gleiche Löschfrist wie ein Geschäft, wie man das Polizeisprache sagt. Also ein Einbruch, dort werden Fotos gemacht und dort wird es glaube ich nach 7 Jahren, wenn niemand gefasst worden ist, wird das gelöscht. Die sind in der Schweiz abgeleitet im Polizeikorps auf USB-Sticks. CDs zum Teil, Windows Shares haben wir auch schon gesehen. Sprichwort Kryptotrojaner, oder? Ist dann lustig. Und dann gibt es noch die dann professionelle Medienverwaltung einsetzen. In Deutschland haben wir Sachen angetroffen, wo es eine Zentrale hat, wo dann all die CDs sammelt. Und wenn man eine Kopie will, machen die auch eine Kopie von der CD und schicken die per Post oder Kurier. Genau. Mit der Digitalisierung, vorher hat man so Karteikarten gehabt, man musste anschauen, Fingerabdrücke oder sonst Einbrüchserien so recherchieren. Heute kann man das per Mausklick und Tastatur machen, plus gibt es noch Mediendatenbanken.
Man kann viel mehr verknüpfen, man kann viel mehr Geschäfte aneinander verknüpfen, man kann Auswertungen machen, sehr einfach, man soll jemanden anschicken und wo irgendwie all die Bestände zählt. Oder? Es gibt immer mehr Hinweise, auch digital von der Bevölkerung, über Apps oder Online-Anzeigen. Swiss E-Police ist so ein Projekt, das man online kann. Zum Beispiel den Velodiebstahl, da muss man nicht mehr machen, das Velo wird eh nicht mehr gefunden meistens. Wenn es gefunden wird, kann man Deko anschauen. Dann passiert auch immer mobil. Polizisten können vor Ort rapportieren. Was auch hinten dran sind, ist das Police Mobile, nennen sie es, glaube ich. Das ist eine iPhone-App. Das heisst, sie müssen nicht irgendwie sich Notizen machen, dann nach der Patrouillefahrt retourgehen, das Zeug nachbearbeiten, sondern die Idee ist, dass sie wirklich vor Ort können, alles schon erfassen können. Dann kann man Datenbankabfragen auch mobil machen, mittlerweile Medien einliefern. Das heisst, wenn man ein Foto macht, kann es dann der, der auf dem Posten ist, schon mal anschauen und bearbeiten oder, und dann per Push-Notification als Fahndungsmeldung rauslassen. Oder was auch immer mehr kommt, ist, dass man kann via Social Media mit der Polizei interagieren kann. Das ist dann wie ein Service am Bürger. Jetzt gibt es ein Problem, man häuft Daten an, es gibt Systemgrenzen und es gibt immer mehr Datenbanken. Auf die gehe ich jetzt noch schnell ein. Es gibt immer mehr Daten mit viel höheren Auflösungen. Das heisst, man hat ein Wachstum, wenn man anschaut, wie die Speicherauslastung aussieht, das ist eine exponentielle Kurve. Wir sehen die Kassende im Moment. Bürger haben da immer mehr hochauflösende Kameras, wenn sie jetzt irgendwie das Bild für ein Velo einliefern. Ist dann halt das vielleicht 10 MB groß, kann sein. Man hat immer mehr Medien, wenn man es einfacher einliefern kann. Und gewisse Delikte generieren auch Terabyte Daten. Also Wirtschaftskriminalität ist dort so ein Bereich. Wenn es dort ein halbes RZ abzügelt von der Bank, dann hat man dort Terabyte Daten. Systemgrenzen. Die meisten Systeme sind nicht verknüpft untereinander oder nur sehr lose verknüpft. Das heisst, wenn man Daten will austauschen will, auch zwischen Kanton vor allem, die Systeme sind eigentlich nie verknüpft. Muss man dort immer noch CDs verschicken, DVDs, USB-Sticks. Wir kennen Fälle, wo es von einem anderen Kanton nachher als forensisches Institut auf Zürich fahren, um ein Video zu konvertieren, weil sie das nicht selber schaffen. Ja, da sind zwei Beamte einen halben Tag beschäftigt mit dem. Das ist einfach nicht effizient. Löschfristen und andere Metadaten gehen verloren, wenn man Systemgrenzen hat. Das heisst, es ist nicht mehr sichergestellt, dass die Rechte des Bürgers gewahrt werden. Weil, wenn man das Foto von mir in der Polizeidatenbank ist, dann habe ich das Recht, dass das auch gelöscht wird. Wenn es das zwischen verschiedenen Kantonen nachher hin und her geben, kommen meistens die Löschfristen nicht mit, weil die Polizei sich generell nicht so fest dafür interessiert, das Zeug zu löschen. Das ist dann mehr in der Führung oben, weil sie neue Speicher mit Posten haben. Genau, das ist eigentlich der letzte Punkt. Es gibt Datenduplikationen, die es eigentlich nicht bräuchte. Jetzt Datenbanken, das sind mal die, wo wir in Sinn gekommen sind, so halb auswendig, nach einer Recherche von einer Viertelstunde. Das ist vom Kanton Zürich. Man hat dort Zugriff auf Schengen-Informationssystem, auf Codis, Gen-Datenbank, Kugeln, Tulligen oder Gewalttäter-Sportdatenbank. Dann das ISIS ist die Pfandungsdatenbank vom Geheimdienst. Janus ist die Rechte-Sammlung. Unglücklicher Name, das war ich glaube zwei Jahre vorher. Ich weiß nicht, was das Name her. Janus ist eine Rechtssammlung für Urteile, die ergangen sind. IPAS hat glaub, etwas mit Ausländern und Einreisen in die Schweiz zu tun. Ripple ist eine Fahndungsdatenbank nach Personen, Fahrzeugen und Sachen. Also wenn ich in den Ring gestohlen wird und das Viertel davon existiert, kommt das Ripple rein. AFIS, Fingerabdruckdatenbank. Vostra ist Vorstrafendatenbank, genau. Jeder, der Vorstrafe hat, wird dort verzeichnet. Ist eine nationale Datenbank. ZAR-IDK und Au-pair, da geht es auch um IDs, die verloren gegangen sind oder die ausgegeben worden sind. Plus Ausländer, die einreisen und kartinieren ihren Schengen-Status oder irgendetwas. Das Rechtsinformationssystem SRIS, das ist in Zürich. Dort ist quasi die Geschäftsdatenbank von der Staatsanwalt. Dann das Police ist die Geschäftsdatenbank von der Polizei in Zürich. Hotelgastdaten, wenn ihr das Hotel eincheckt, kommt das auch in der Datenbank, gerade für drei Jahre oder so in Zürich.
In Basel haben sie das letzte verboten, also letzte vor 2,5 Jahren oder so. FETS, das ist ein Archivsystem für Reservate, das wird vom Forensischen Institut gebraucht in Zürich. Dann gibt es eine Taxidatenbank, dann gibt es Graffiti-Datenbanken und Fahndungsdatenbanken. Echt von Leuten, die es intern brauchen für einzelne Abteilungen. Und für diese Datenbanken gibt es noch etwa 50-60 wahrscheinlich, die ich jetzt echt mal gefunden habe, wo es auch fraglich ist, ob es eine Rechtsgrundlage für das gibt für das. Jetzt zum Ausblick, das Teil. Das sind auch die Themen, die ich schnell anschneide, weil da immer wieder Fragen kommen, vor allem wenn man in der Polizei oder mit der Polizei arbeitet. Gesichtserkennung, grosses Thema, werde ich automatisch erfasst, wenn ich mal mit durchlaufe. Da gibt es diverse Probleme. False Positive und False Negative Rate, die Auflösung von der Kamera, fehlende Beleuchtung. Weil am Flughafen funktioniert es ja auch mit dem Passkontrollsystem. Ja, aber die Kamera im Hauptbahnhof funktioniert halt nicht so gut, weil die Beleuchtung fehlt. Datenschutz und Chilling-Effekt. Berliner Südkreuz hat es, glaube ich, letztes Jahr eine Erfolgsmeldung gegeben. False Positive Rate unter 1%. Juhu. False Negative Rate unter 30%. Super. Wenn man sich mal anschaut, 100.000 Passanten pro Tag. Das ergibt dann 1000 Alarm pro Tag, wo jemand muss rausgehen und quasi die Person festnehmen oder überprüfen, was auch immer. Und ein Drittel der Gesuchten wird nicht erkannt. Das heisst, wenn er etwas machen will, muss er mindestens das Dritte sein oder das Vierte, dann kommt garantiert einer durch. Oder? Also es ist absurd. Es hat letztes Jahr im Champions League-Finale das Gleiche gemacht. Dort haben sie, glaube ich, 98% bzw. 2% False Positive oder Negative Rate gehabt. Es sind 2500 Leute, die mussten besonders kontrollieren, die nur ein Fußballspiel anschauen. Und von denen haben sie, sind glaube ich, 5, die sie nachher rausgenommen haben, oder 25. Spielt keine Rolle, wie viel, aber ja, es funktioniert schlicht nicht. Ich weiß nicht, wie man das als Erfolg bewerten kann. Kurze Frage, wo hatten die Daten denn davor bei dem Fußballspiel? Das waren Leute, die ausgeschrieben waren. Es war ein Test und ich meine, es gibt Gewalttäter, Fußballdatenbanken in fast allen Ländern. Dort hat es meistens auch hochauflösende Bilder. Ich bin zum Glück noch nie in so einen Kessel reingekommen. Aber ja, die werden fotografiert vor weißem Hintergrund. Ich nehme ein Profilfoto, die werden auch gemacht. Und so können wir dir nachher die Daten machen. Ja. Genau. Jetzt ein Fallbeispiel aus Staffhausen. Das Viertel habe ich nicht verpixeln. Das ist von einem Bankomat über die Straße drüber. Das war der Fall, wo einer mit der Motorsage Leute angegriffen hat. Motorsage sagt der Ring. Ja, also ich würde da die Person nicht erkennen. Automatisiert. Schwierig. Nur schon, dass er eine grüne Jacke genommen hat, sieht man da knapp. Oder? Also da ist auch wieder Beleuchtung. Farben und so weiter. Das ist der Input, den sie hatten, den sie zwei Monate vorher oder ein Jahr vorher mal im Wald aufgenommen haben. Auch Profilfotos, frontal, Ganzkörperfotos. Ja, also man sieht hier an der Verpixelung, an den Artefakten, Gesichtserkennung, schwierig. Das ist direkt vor dem Bankomat, da ist die Auflösung relativ gut. Also aus Persönlichkeitsgründen verpixelt, aber man sieht da Details etwas besser. Das ist noch eine andere Ansicht auch aus einem Bankomat, aus einem Bankdings. Also, da ist die Aufnahme relativ gut. Also, so könnte man vielleicht die Leute finden, aber ja, wenn man Fahndung einbaut in Bankomaten, dann gehen die Leute nicht mehr Bankomaten an. Ja. Genau. AI oder Predictive Policing ist im Kanton Zürich auch das Thema, oder in der Stadt Zürich und im Kanton Aargau. Da versucht man, indem man gewisse Theorien anwendet auf Einbrüche und Einbrüchserien, man bestimmt einen Ankerpunkt und weiss, der nächste Fall wird dann innerhalb von 200 Metern von dem Fall wahrscheinlich auftreten, weil die meisten Verbrechen in diesen Kategorien folgen Near-Repeat. Verfahren. Ja. Ist für mich ein bisschen Hokuspokus. Ich weiß nicht genau, funktioniert es.
anscheinend müssen sie das System auch wieder tunen und geben dort ziemlich komische Zugriff nachher auf die Daten. Ich bin jetzt skeptisch, dass das funktioniert. Die Stadt Zürich hat gesagt, wir haben irgendwie 50% weniger Einbrüche. Aber in Deutschland hat es auch 50% weniger gehabt in dieser Zeit. Das sind glaube ich auch wirtschaftliche Effekte, die dort mitspielen. Ja. Bodycams werden von der Politik immer mehr gefordert. Auch Stadt Zürich steht in der Schweiz führend. Wobei dort ist es gerade vorletzte Woche herausgekommen, dass die Grünen im Parlament bekämpfen. Die haben glaube ich gute Chancen, auch die grüne Mehrheit in der Stadt Zürich. Die Polizeigewerkschaften sind meistens dagegen, weil sie sagen, ja, wenn wir es eingeschaltet haben, ist quasi die Aktion schon wieder vorbei. Rechtsanwälte sagen das Gleiche. Man sieht die Fortschicht nicht auf so einem Bodycam drauf. Und es geht auch um, wie soll ich sagen, den Datenschutz von den Polizisten dort auch, und die Polizeigewerkschaften dort dagegen. Wie gesagt, Zürich wills. Sie sagen, man hätte 50 Übergriffe weniger. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, wie viele Übergriffe das überhaupt hat pro Jahr Polizisten. Zürich. Cyberkriminalität wird es auch immer mehr geben. Es sind vor allem clevere Arten, um Leute um ihr Geld zu bringen. Die letzten Scams, die dort umeinander gegangen sind, hat man die Staatsanwalt gesagt, ist, dass man versucht, in MyPost24-Konten einzubrechen. Dann bestellt man etwas im Namen von dieser Person und tut noch ein Päckchen umleiten. Die Person erfährt dann eigentlich erst, wenn man die Rechnung kommt, dass sie etwas bestellt hat. Die DDoS-Attacke wird es auch immer mehr geben, Datendiebstahl. Anyway, das kennt ihr ja wahrscheinlich alle. Dann wird es auch immer mehr Share Access geben auf die Datenbanken. Insellösungen werden vernetzt werden, dass das kommt. Und ich denke, das ist auch wichtig. Aber ich habe dort noch zwei Vorregeln aufgeschrieben, dann ganz am Schluss zu dem Ding. Plus, dass Zugriff an andere Stellen gewährt werden, das sehe ich ein bisschen nicht so plastisch, dass es eine gute Idee ist, dass irgendwie die Staatsanwaltschaft direkt auf gewisse Sachen zugreifen kann. Ja, muss man schauen, wo wir politisch dann selber drauf haben. Dann zu den Forderungen. Löschfristen sollen immer von dem geliefert werden, wo ein Medium irgendwo einspeist oder Daten erfasst. Und die müssen quasi auch kaskadiert werden. Das heisst, wenn ich ein Fahndungsviertel an Aargau gebe und das bei mir sich herausstellt, die Person ist unschuldig, dann muss das Viertel im Aargau auch gelöscht werden. Ich weiss nicht, wie die Weitergabe geht, aber ich garantiere, dass das nicht der Fall ist. Das kann ich fast garantieren. Das heisst, man muss auch können sehen, wenn etwas rausgegangen ist aus dem System und an wen das gegangen ist, damit man den anfassen kann. Dann sollen die Daten immer pseudonymisiert weitergegeben werden. Das heisst, das ist in CODIS ist das eigentlich gut gelöst. Wenn man dort eine Anfrage macht, wenn man einen Treffer hat, kommt man nur eine Nummer retour rüber. Das heisst, man muss dann zum Zwangsmannsnamengericht gehen und anfragen, welcher Name steckt hinter dieser Nummer. Und das wird dann nur gewährt, in der Theorie zumindest, wenn es auch einen triftigen Grund gibt, die Personendaten dann weiterzugeben. Nicht also möglich ist, soll man auch machen. Also nur wie es möglich ist, Leute auf Kameras zu können, braucht es dort auch einen politischen Prozess, um zu schauen, will man das. Und ist es auch ethisch vertretbar und entspricht es vor allem an den Menschenrechten. Also, nicht also politisch. Gewollt ist, spricht dann Menschenrechte und leider müssen wir sie finden in der Schweiz. Und am Schluss mehr Personal. Das ist meine Meinung. Ich habe das Gefühl, wenn man mehr Polizisten auf der Straße hat, die Polizisten erkennt, dann passiert wahrscheinlich, oder dann haben die auch einen Link zur Community und kennen die Leute. Wenn man nur anonym auf Daten sammelt und dann bei denen Hausversuchungen durchführt, ist halt etwas schwierig. Also. Gut, jetzt bin ich viel zu schnell durch gewesen. Dafür haben wir noch mehr Zeit für Fragen, wenn nicht welche sind. Ich bin sonst auch heute Morgen rum. Ja? Bei den mobilen Datenübertragungen, die du vorhin mal erwähnt hast, wie muss man sich das vorstellen, sicherheitstechnisch? Also, haben die da spezielle Software oder wird da einfach irgendwie eine Selbermessung geschickt? So, hallo, mal ist eine neue Kontakt?
Also die meisten brauchen, brauchen Mobile Device Management, was es auch bei Grossbanken gibt. Das heisst, um eine App aufmachen für Dateneinlieferung, musst du zuerst mal den PIN eingeben von dem Mobile Device Management. Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass du dort ein VPN aufmachst und die Daten dort drüber schickst. Ja, und, oder mit Pre-Shared Keys und so weiter. Also, ich glaube, das erhebt einigermaßen. Halt so gut, bis Ende und dann nachher ist. Ja, also ich habe das auch mal gehabt, wo sie mich kontrolliert haben. Dann habe ich auch blöd geschaut, so, wo sie das iPhone, glaube ich, für dich genommen haben. Okay, okay. Welchem Kanton? Zürich. Zürich, ja. Und so schnell abgeschaut habe. Das ist dann wahrscheinlich die mobile Police-Abfrage. Also, ja. Keine Ahnung. Und da sind auch auf Plattformen gefahren. Genau. Ja. Und ob man dann das auch noch privat braucht oder das rein. Rein geschäftlich oder dienstlich ist. Das ist einfach das App, ist ja aber creepy. Sind grundsätzlich private Handys? Oder gibt es vor, oder werden die zentral gescannt und der Polizist hat dann die Theorie 2? Das ist, glaube ich, unterschiedlich. Man hat halt das Mobile Device Management drauf, damit das dort quasi wie secure das immer ist. Ja, aber wie Sie sagen, der 0815 Polizist wird dann nicht können, auf die Daten zugreifen, ohne dass er den PIN eingibt. Oder wenn er es natürlich verliert, dann muss man es eigentlich können remote löschen. Halt mit dem normalen Ding. Oder sonst revoke man seine Keys, wenn er nicht drauf hat, dann kommt er dann nicht ins Netz rein. Ja? Die Aufnahme von dem mit der Motorsage in Schaffhausen, ist die wirklich nur eine Ausnahme gewesen, oder gibt es da überall eine Kamera? In den Bankomaten gibt es Kameras, damit es... Ich bin nicht ganz sicher, ob die Aufnahme, die über die Straße war, rechtens ist, weil sie filmen dort quasi die ganze Straße. Also, oder? Ich glaube, die müssten mir den Himmel zeigen. Ich weiss aber auch nicht, ob es wirklich eine Bankomatenkamera war oder eine Kamera, die in der Bank war. Okay. Der Kollege hat schon von Hause gewohnt, ist genau recherchiert, aber ich weiss nicht, was er geschrieben hat dort. Ja, weil du hast gesagt, wenn es überall Kamera hätte im Bankomat, dann würde es niemand mehr auf Geld abheben. Nein, wenn man das automatisiert wird auswerten. Ah, das glaube ich, in die Richtung. Und wie sieht das aus? Also letztens ist mir aufgefallen bei der VBZ, dass die zum Beispiel heutzutage Bus Kameras irgendwo in den Spiegel haben oder so und dort halt von hinten und von vorne filmen. Also im Grunde genommen alles, was ÖV ist, filmt gleichzeitig die ganze Tour. Ja, die Frage ist, ob das aufgezeichnet wird dort, oder? Und wie gut die Bilder sind oder so und wie schnell die Analyse könnte sein, oder? Also, ja, dort habe ich das Gefühl, der Suchraum ist nachher zu gross, um dort auch wirklich für alle, oder soll ich sagen, alle Personen flächendeckend zu überwachen, habe ich das Gefühl, dass man dort die Kapazität nicht hat, beziehungsweise wahrscheinlich würde man es irgendwann in einem Budget finden. Ja, aber schade. Ja, man weiß es halt nicht. Also im Moment macht es vielleicht noch nicht, aber also die Bilder haben echt scharf ausgesehen und dann habe ich mir halt gedacht, ja, eigentlich darf ich ja nicht in der Öffentlichkeit filmen. Und ja. Ja, es gibt dort noch die Ausnahme, da muss berechtigte private Interessen geben, wo quasi der Persönlichkeitsschutz vom Rest quasi überwiegen. Oder? Mhm. Das ist bei Banken zum Beispiel ist das so mit Videokameras. Oder? Mhm. Oder Synagogen auch, dort habe ich mal eine Anfrage gestellt. Ja. Ja. Ich habe dort echt das ganze Toto vorher angefilmt. Ja. Hast du jetzt mal geschaut, also es gibt zum Beispiel hier in Biel gibt es diverse so Hauseigentümer, die einfach halt die Hauswand bis an den Trottoir haben und nachher sind nicht so gerne Graffiti, oder? Und nachher können sie halt mal einfach das Trottoir filmen mit der Hauswand. Aber schon primär das Trottoir. Nein, das ist nicht rechtens. Also nur für die Abwehr von Graffiti ist das garantiert nicht rechtens. Vor allem haben sie ja Versicherung, die dann den Schaden einzahlt. Also, ja. Wenn sie durchsagen, müssen wir schnell zwei Wochen mitmachen. Wenn man Graffiti sehr schnell will weg haben, muss man echt irgendwie ein extremistisches Zeichen drauf machen, dann macht es meistens den Schaden gerade weg. Das ist praktisch. Ich würde jetzt selber noch tanzen. Ja, ich nicht dich selber filmen dann dabei. Ja. Ah. Wer möchte? Wegen der Vernetzung von Datenbanken.
Ja. Gerade wenn es jetzt zum Beispiel eine Kantonsgrenze, also eine Kantonsgrenze mit einem Beruf vernetzt ist, gibt es denn tatsächlich eine Notwendigkeit, die Daten zu kopieren? Oder kann man die nicht in der Standardautobahn klar und einfach mit einem Beruf zugreifen? Das Problem ist, dass halt meistens die Zugriffe sind natürlich über Active Directory oder irgendetwas gelöst. Oder? Also, die haben dort auch nicht irgendwie. Ja. Es gibt aber eine schweizweite Lösung für Zugriff auf die Daten. Oder für Zugriff, eigentlich jeder Polizist muss ein Login haben für genau so Sachen. Also, soweit ich weiß, hat das auch niemand umgesetzt. Mit der Umsetzung kostet auch wieder Geld. Oder? Also, wir haben dort eine Plattform, die es mal gebaut haben und eigentlich nicht wissen, was damit machen. Aber ich nehme an, die wären genau für so Sachen gedacht. Die braucht man. Also, ähnliche Datenbanken gibt es schon, weil du hast kantonale Mitarbeiter, die Zugriff haben auf zum Beispiel das ISIS, das beim Geheimdienst bzw. beim Bund dann im VBS angesiedelt ist. Oder? Ja. Also sind meistens relativ komplexe Projekte, um irgendwie die Netzwerke. Ich meine, das geht ja dann meistens auch wieder über gesicherte Verbindungen, also über einen VPN-Tunnel nachher direkt dorthin vor der Dienststelle. Also, ja. Folgefrage, wenn es jetzt über Active Directory ist oder so, sind es mal Low-Level-Lösungen, wo man irgendwie auf einem Computer-Interface macht, wie kann man überhaupt kontrollieren, was für Daten es kopiert werden? Grundsätzlich bei den meisten von denen Produkten hast du eine Protokollierungspflicht. Das heisst, wenn irgendetwas rausliegt, werden alle zitiert, die hätten können auf die Daten darauf zugreifen oder die hätten können leaken. Aber das ist nicht ein fallspezifischer Zugriff, sondern man sagt einfach, wir geben jetzt unsere Datenbank frei und weiss, wir haben jetzt unsere Zürcher Datenbank, teilen wir mit dem Aargau und haben die grundsätzlich Zugriff auf was auch immer die Aargau sind. Ja, meistens sind halt eben die Zugriffslevel sind sehr rudimentär, halt meistens ist es entweder irgendwie haben drei Leute Zugriff oder sind es alle. Sie versucht das auch ein bisschen offen zu behalten dort, halt aber der gleich mit der Protokollierung, wer darauf zugegriffen hat, als Abschreckungsmerkmal. Aber ich nehme an, wenn dann es dort irgendwie Kuh gibt und dann 100 Leute darauf zugreifen, findet man wahrscheinlich den, der es geleakt hat, dann gleich nicht. Du hast etwas? Ja, also ich habe in Zürich eine Anfrage an die Stadtpolizei gestellt, wo sie überall Kameras haben oder es anderen Leuten genehmigt haben, die den öffentlichen Raum filmen. Ja. Und die haben zu mir gesagt, dass sowas gibt es in Zürich nicht. Es gibt vier Stück. Es gibt vier, die bei Events eingesetzt werden können. Genau. So aber die sind nicht dauerhaft im Betrieb. Aber sie haben zum Beispiel auch gesagt, dass sie niemand die Erlaubnis erteilt haben. Ja, das ist eben auch nicht. Ja, das ist technisch richtig, weil es geht nicht ihre. Das ist nicht sie können keine Bewilligungen ausgeben, um zum öffentlichen Grund zu filmen. Das ist ein Teil, das ist quasi der EDÖP, der das muss machen. Also gesamtschweizerisch. Und ja, der hat meistens auch besser zu tun, als die Sachen dann wirklich genau zu prüfen. Ja. Ja, eben technisch korrekt. Ja. Aber eigentlich hätte sie noch sagen, dass sie über den EDIP laufen. Ja, nein, ich bin der eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte. Ehemaliger Vize vom FEDPO übrigens. Aber er macht eigentlich einen guten Job, muss man sagen. Ich war am Anfang skeptischer gewesen, aber er macht nicht so einen schlechten Job. Das weiss ich nicht genau. Ich nehme an, die können auf das Gleiche zugreifen, wie wenn sie vor Ort wären. Wahrscheinlich haben sie ISIS-Access, haben sie wahrscheinlich nicht. Aber ich bin in Zürich, man hat die Mobilpolizei gesehen, also in der Runde von einem Slide. Ich nehme an, die können sie darauf zugreifen. Bei dem Ausland schon mal Polizisten und Flughafen verhaftet wegen einer ISIS-App auf seinem Telefon. Das hat selber glaube ich keinen mobilen Zugriff, aber ich wüsste es ehrlich gesagt nicht. Aber wir können das denen mal stecken. Ja. Gibt es in der Schweiz schon Beispiele, wo durch
oder irgendwie Vorversuche mit automatisierter Überwachung, automatisierter Auswertung von Videobildern. Oder gibt es eine Zentralisierung von diesen Videobildern, dass es statt aktiv sich probiert, mehr Kanäle zu zum Beispiel Bankomaten oder irgendwie eine Kamera, die zum Teil öffentlich Raum aufnehmen, das sind jetzt auch zu viel. Ich wüsste von nichts. Das heisst nicht, dass es nicht gibt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht gibt. So wegen dem Predictive Policing. Ja. Was ist dort so? Also, ich habe das noch nicht verfolgt, oder? Aber mir ist noch nicht ganz klar, was vielleicht abgesehen von Interessen von Immobilienfirmen oder so, zum Beispiel gewisse Quartiere den Preis zu drücken und andere mehr nicht zu drücken und so, was dort für Interesse, sage ich jetzt mal, von staatlicher Sicht aus besteht, sehe ich nicht ganz. Oder? Weil tendenziell gibt es dann mehr Arbeit wahrscheinlich, weil man dort dann mehr Patrouillen in diesem Gebiet machen. Am Schluss läuft es darauf raus, also die Kosten ist viel zu oft. Also ich frage, ob sich das lohnt. Aber ich nehme auch im Gesamtkontext für Ausgaben, ist das wahrscheinlich Tropfen auf den heißen Stein. Am Schluss gibt es nicht mehr Patrouillen, sondern der Fokus wird einfach ein bisschen verlagert. Jetzt könnte man natürlich als Diebesbande sich das wahrscheinlich auch zunutze machen. Oder? Also die Algorithmen sind auf Wikipedia zum Beispiel relativ gut beschrieben. Ja. Und es gibt eine wissenschaftliche Abhandlung über die Genauigkeit von diesen Sachen. Also. Weißt du, quasi die Idee, dass das nach außen als Dienst und Bevölkerung quasi kommuniziert wird? Also, man kann es machen wie mit Aargauer, die dann Warnmeldungen rauslassen. Oder? Das ist auch definitiv nicht die Idee. Oder? Das ist nur Fad. Oder? Du machst den Leuten Angst. Ja, eigentlich grundlos. Und, ja. Ich verstehe es nicht ganz. Ja, ist ähnlich wie so ein Terrorampelsystem, oder? Also ja, die meisten mit Leuten können gleich arbeiten oder müssen arbeiten, oder können sie es gar nicht leisten, nicht arbeiten, oder? Nur weil die Dinge Terroralarm schon aufgerufen ist. Also, ja, so noch etwas, ich bin sonst auch da, jetzt heute, morgen wahrscheinlich, ja. Herzlichen Dank.